Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Ich habe gerade mit meinem Special Guest geschrieben, der eigentlich mitspielen wollte, da er momentan sau wenig Zeit hat, wird er in den nächsten Folgen immer mal wieder so als Gast auftauchen. Das erste Mal weiß ich jetzt schon in Folge 30 als Special Guest, wo wir auch gegen den Uralten kämpfen werden. Und ich will noch ein bisschen Spaß haben mit den Karren. Geht das? Das muss ich jetzt testen, wenn das geht. Schade, geht nicht. Ah, und hier seht ihr es, da hinter dem Berg oder Stein ist der Altar des Uralten. Ich habe mich hier ein bisschen umorientiert. Da hinten war ein Dungeon, das habe ich halt schon geklärt. Aber schade, das mit dem Wagen geht nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Das wäre nice gewesen. Ja. Ansonsten muss ich den Wagen erstmal jetzt hier wegkriegen. So. Und ich müsste mal gucken, wie viel haben denn meine Bienchen produziert? 4 Stück wieder. Ich glaube, 10 Stück passen rein. Wagen. Ui. Der sieht schon sehr ramponiert aus. Ich will mal gucken, ne? Kann man mit dem Backflip machen, ne? Hui! Geil! Aber der kriegt halt Schaden, das ist scheiße. Aber gut, da wird ein neuer okay. Da wird einfach neuer gebaut. Das ist ja erstmal kackegal. So, in der Folge wollte ich aber was anderes testen, ne? Und zwar, Wagen, du bleibst hier. Habe ich noch alles dabei? Ja, die Himbeeren muss ich erstmal wegpacken, ne? Nicht, dass ich in die Versuchung komme, die zu essen. Und zwar, wir wollten das hier bauen. Ich brauche die Nägel. Stimmt, da war ja was. Nägel, Nägel, Nägel haben wir noch hier. So, aber jetzt. Das. Aber ich glaube, das hängt zu hoch. Das werden wir dann nochmal wegmachen müssen. Was hängen wir uns denn auf? Hier, kommt. So ein Teil. Wenn das klappt. Wenn nicht, wird man bestimmt noch irgendwas anderes freischalten können. Haha! Es klappt einfach! Sieht das dämlich aus. Holy shit. Ja. Muss aber ein bisschen weiter runter, damit ich oben die Luftzirkulation nicht kaputt mache. Für das Feuer. Nein. Hä, wo ist der? Nein! Gib mir doch meinen Hammer wieder! Was soll denn das? Ich hätte mein Holz aber auch gern wieder. Das heißt, wir können hier schön dekorieren. Ich will auf jeden Fall diese Trophäe da haben. Den Eiktür. Meinen Namensvetter. Die Nummer 6. Oh, oh, das sieht geil aus. Oh, yeah. Da noch eins.
Da noch eins. Okay, den Trollkopf. Mal gucken, wo wir uns den aufhängen, wenn wir den überhaupt aufhängen. Wo war er denn? Wo war er denn? Ja, doch. Nee, hier war er drin. Dort. Ich will auf jeden Fall einen Skelettkopf aufhängen. So ein Ding will ich aufhängen. Ja, normalen Hirschkopf, ich weiß ja nicht. Aber so ein Eberkopf könnte man auch aufhängen. Ja, kommt, ein Hirschkopf können wir auch aufhängen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier, da kommt noch so ein Kopf dazu. Und wir werden mal ganz kurz die Nacht überspringen. Aber das mit der Trophäe von Eiktür sieht richtig, richtig nice aus. Da brauche ich unbedingt eine Trophäenwand, wo ich die ganzen Boss-Trophäen aufhänge. Wenn ich die nicht sogar dann regelmäßig hier austausche. Skelettkopf. Dahin. Och, das ist ja putzig. Okay, dann kommt der nicht dort hin. Ja, das kann dort bleiben. Das kann auch dort bleiben. Die 7. Skelettkopf kommt dann hier ans Fenster, würde ich sagen. So. So. Die Nummer 6. Dann haben wir den hier. Die Nummer 6. Und jetzt will ich sehen, wie groß der ist. Ja, den können wir auch da hängen lassen. Boah, das sieht richtig nice aus. Ich habe noch 4 Nägel. Dann bauen wir uns hier noch 4 Punkte hin. Machen wir hier 1, 2. Was? Oh, okay, ich habe kein Holz mehr. Dann reicht das aus, was wir haben. Ja, da haben wir schon mal einen Teil unserer Trophäenwand errichtet, würde ich mal sagen. Edelholz kommt da rein. Das Holz kommt hier rein. Muss ich unbedingt wieder durchbrennen. Und ganz kurz alles reparieren. Was brauchen wir denn für den Bogen? Edelholz. Edelholz. Da müssen wir doch mal ganz kurz lunzen gehen. Da ist schon wieder eine Wildsau. Oh, hier haben wir gleich 3 Bäume. Also 3, 4. Ja, ich würde sagen, du hast mal gestanden und existiert. Und da hinten im Wald war ja noch so ein riesen XXL-Baum, wie er bei uns am Haus steht. So einen möchte ich auch gerne mal fällen, um zu gucken, was da rauskommt. Aber dürfte, glaube ich, nur ganz normales Holz dabei rauskommen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Ich beschwere mich nicht, wenn das Tierchen down geht. Oh ja, mal ganz schön viele Birken. Wir haben jetzt alle Fällen. Natürlich, der Baumstumpf muss auch weg, denn das sieht scheiße aus, wenn der im Wege steht. Ja, komm. Nice. Ich versuche immer noch so viele Birkenbäume wie möglich mit einem Schlag zu
Ja, und zu hauen, weil das erspart mir ein bisschen Zeit, Energie und ja. Genau, ihr wisst, was ich meine. Das sind 3 Stück. Ich will den mal auf den dort fallen lassen. Weil so stabil dürften die nicht sein. Die müssten. Ja, mit umfallen. Oder auch nicht. Wenn ich ein bisschen Damage kriege, das ist nicht so schlimm. Solange das Holz kommt. Hältst du es auf? Hältst du es auf? Nein. Also muss ich es aufhalten. Das soll nicht an unser Haus kommen hier, bitte. Danke. Ich glaube, die Rüstung kriegt da. Ne, die kriegt keinen Schaden dadurch. Das ist gut. Hier oben hatte ich gerade irgendwas gesehen. Das sah aus, als ob hier noch ein Stützpfeiler ist. Hier ist einfach noch ein Stützpfeiler. Von was auch immer. Da war ein Stützpfeiler. Von was auch immer. Oh, Bern, 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 Bern. Ich frag mich, ob im Schneegebiet nur Wölfe oder auch Bären auftauchen. Also ich vermisse hier wirklich die Pferde, die Bären, Schafe, Ziegen. Das vermisse ich alles so ein bisschen in-game, weil die Tiere gab es da früher auch. Und was ich noch vermisse, ist eine Fischfalle. Denn damit haben die Wikinger, die Nordmänner früher ja auch schon Fische gefangen. Die haben nicht nur mit Angel und Speer irgendwas gefangen. Die hatten auch Fischfallen, die hatten Netze. Sowas vermisse ich hier irgendwie noch. Ich hoffe, das kommt alles noch mit rein. Das wäre richtig geil. Und ihr seht, ich bin schon wieder überladen. Den Stein wollte ich nicht aufsammeln. Danke. So, dafür hat es jetzt noch gereicht. Dann werfen wir mal ganz kurz was weg, damit wir wieder regenerieren. Ausdauer. So, und jetzt geht's erstmal nach Hause. So, ich brauche unbedingt noch Zutaten für neues Met, denn ich möchte gerne Kälteschutz haben, um mal ins Eisgebiet zu gehen. Denn ich weiß, man kann sich die Wildschweine tamen. Man kann sich aber auch Wölfe tamen. Und das möchte ich halt gerne mal machen. Und das Schwein dort kommt meiner Behausung zu nah. Es wird Zeit für die Palisade. Ja, komm. So. Ich muss unbedingt die Palisade weiterbauen. Das werde ich aber, wie gesagt, alles offscreen machen. Ich werde euch damit nicht langweilen. Und ja. Warum habe ich jetzt das Holz gesammelt? Irgendwas wollte ich doch machen. Irgendwas wollte ich doch bauen. Aber was? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich bin sehr professionell, wenn ich nicht mal mehr weiß, was ich bauen wollte.
Ja. Eins professionelles Eck, würde ich sagen. Oh, ja, da kam gut was zusammen. Also, beschweren kann ich... Ach, genau, den Bogen upgraden, damit der auch mehr Damage macht. Haha, jetzt weiß ich wieder warum. Ganz kurz. Reparieren. So. Nee, nicht das. Ditte. Und ich glaube, das da brauchen wir dazu. Upgrade. Oh, wir brauchen noch Kernholz. Na dann. Upgrade. Aufwerten. Stufe 3, Stufe 4. Nice. Der braucht Knochen. Da haben wir auch mehr als genug. Genau deswegen brauche ich die Palisade. Holy shit, hat mich das Tier auf einmal erschreckt. Kann ich den Hammer auch noch aufwerten? Moment. Was habe ich hier für einen Hammer? Das ist doch mein Hammer. Warum habe ich den Level 1er Hammer? Beschiss. Das werde ich erste Mal nicht brauchen. Aber die brauche ich im Nachhinein noch. Hä, warum ist der Hammer jetzt hier drinne? Nee, hä? Was? Hä? So? Den würde ich auch gerne aufwerten. Das hier auch. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Brandpfeile, weil 120... Ich weiß ja nicht, ob das ausreicht. Den hier brauche ich. Hirschtrophäen, 4 Stück. Hammer. Hammer. Brauche ich noch irgendwas? Ah ja, Lederschnipsel. Hammer. Hammer, Hammer für den Hammer. Hörsprecher aufwerten. Der braucht jetzt 30 Knochen. Jo, ich muss bald wieder ein paar Grabkammern klären, würde ich sagen. Ach, und Stufe 5. Okay, Hammer. Upgrade, Hammer. Geht gar nicht mehr. Wow. Okay, maximale Qualität vom Hammer erreicht. Hier könnten wir noch, aber da muss ich wieder Bronze herstellen. Das heißt, ich muss wieder alle Ressourcen durchbrennen lassen. Für den Flug müsste es sogar eventuell noch ausreichen. Nein, reicht's natürlich nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Das kommt alles hier rein. Die Hirschtrophäe kommt da rein. Warum habe ich jetzt das Messer mitgenommen? Das brauche ich mal gar nicht. Das war eigentlich auch eine Fehlinvestition. Da kommst du hier rein. Die Fackel werde ich aber mal behalten. Der Flug da, der Hörsprecher da rein. Und das Rohessen da rein. Und wir haben wieder was fertig. Nice. Da. Jetzt
könnten wir doch eigentlich mal gucken, ne? Ernsthaft, ich muss die Kochstelle anzünden, bevor ich da reinlunzen darf. Das ist ein bisschen mies. So. Was braucht man denn für den Kälteschutz? Giftwiderstand, geringe Ausdauer. Metmischung muss bla bla bla. Okay, also wir können noch nichts machen, womit wir in irgendeiner Art und Weise Kälteschutz kriegen. Das ist nicht nice. Nee, ganz im Gegenteil. Aber hier für Leben und Ausdauer ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ja, in der nächsten Folge werden wir mal unser neues Boot probieren, wie sich das so macht. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, vor allem der Backflip mit dem Anhänger, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.